Hallo, liebe Leute. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich genau dieses Video anfangen soll. Ich packe erstmal meine Gitarre weg. Und hole euch eventuell noch ein bisschen näher ran. Und zwar, in dem Video möchte ich ganz gerne eine kleine Spendenaktion machen für, naja, erstmal grob, für das Ahrtal. Hintergrund dessen ist, wie ich war letztens mit meiner Freundin, Lebensgefährtin waren wir im Ahrtal wandern. Wir haben jetzt Dezember 2021 und die Flutkatastrophe war dort im Juli. Und wir hatten eigentlich schon vorher immer mal geplant, ins Ahrtal zu fahren, wegen den Weinbaugebieten. Wir waren jetzt auch schon an der Mosel viel und ja, und dann war da dieses Hochwasser. Ich denke, ihr alle werdet das mitbekommen haben. Ich denke, ihr alle wisst darüber Bescheid. So, und dann sind wir halt dahin und haben uns, wir sind halt des Wanderns halt hingegangen und wir dachten, okay, ne, sind jetzt, ist fast ein halbes Jahr her und so, wird jetzt schon einigermaßen alles wieder normal sein, in Anführungsstrichen. Es war erstmal schwierig, da überhaupt ein Hotel zu finden und so. Und es war schon im Vorfeld, dass wir gesehen haben, okay, was ist da los? Da ist ja immer noch irgendwie nichts buchbar und so. Und dann, als wir dann vor Ort waren, ich werde euch gleich noch ein paar Bilder, ein paar Videos zeigen. Alles mit viel Respekt und so. Wir waren halt da ziemlich respektvoll, haben uns ein bisschen mit Einheimischen unterhalten, mit Winzern und so weiter. Und hier in dem Video geht es jetzt darum, dass ich eine Spendenaktion mache für das Ahrtal. Und hier habt ihr mal so eine Kiste von Wein. Und zwar möchte ich jetzt halt erklären, wie ich das machen möchte. Und zwar, wir haben halt vor Ort haben wir halt Weinflaschen mitgebracht. Überschwemmungswein, Flutungswein, Schlammwein, wie man ihn nennt. Ich habe jetzt auch hier zwei Flaschen, werde ich euch gleich einmal zeigen. So, meine Aktion ist dahingehend. Ich möchte die ganz gerne unterstützen, weil die brauchen halt da unten immer noch mega viel Hilfe. Entweder vor Ort, es gibt halt auf der Internetseite ahrtal.de, verlinke ich euch alles, ne? Und die brauchen tatsächlich immer noch Leute, die da unten halt helfen oder beziehungsweise irgendwelche Firmen, weil da unten ist das einfach. Es sieht halt aus, als wenn da noch gar nichts passiert. Was halt, nee, das nicht. Es sieht alt, es ist noch so viel zu machen. Ich habe mich total erschreckt, als ich da unten war, dachte ich, ey, ich dachte, die hätten das alles hier schon fertig. Das ist einfach, wie viel da einfach zu machen ist. Und die brauchen halt Hilfe und vor allen Dingen auch brauchen die Geld. Das muss man einfach so sagen. Die brauchen halt einfach Geld. Und das möchte ich halt hier ganz gerne unterstützen. Wir waren halt unten, wir haben die dann vor Ort unterstützt. Und vor allem auch, was ich halt sagen will hier in dem Video. Wir haben halt gefragt, so, ne, wir haben halt auch schon irgendwie schlechtes Gewissen, dass wir überhaupt hier sind. Wir sagen, nein, müssen wir überhaupt gar nicht haben. Es ist eher andersrum, dass sie sagen, kommt bitte, kommt alle hier hin. Kommt bitte wandern, kommt, nutzt hier, bucht die Hotels und so. Und deswegen, wenn ihr irgendwie eventuell vorhabt, keine Ahnung, ne, anstatt, ich sage jetzt mal, nach Mallorca oder keine Ahnung, nach oder irgendwo anders innerhalb von Deutschland, dann eventuell fahrt ins Ahrtal. Ne? Die Leute können es mega gut brauchen, die Hoteliers da und die Winzer. So, und diese Aktion hier wird jetzt folgendermaßen sein, wie das Ganze abläuft. Und zwar, ich habe jetzt hier zwei Weinflaschen. Und jetzt hier könnt ihr das mal sehen, wie das halt aussieht. So, ihr seht jetzt hier von Maischoss Altena, das ist im Endeffekt die Winzergemeinschaft. Und wir haben uns halt mit der Dame unterhalten, wir haben das halt direkt vor Ort gekauft. Diese Weine könnt ihr nicht online kaufen, die könnt ihr nicht irgendwie irgendwo kaufen, das könnt ihr nur vor Ort, kaufen, so. Und das ist halt hier richtig jetzt Überschwemmungsschlamm und was halt auch krass war, als wir da waren, als wir unsere Schuhe eingepackt haben, meine Schuhe haben einfach nach Abwasser gerochen. Da ist halt überall noch Abwasser, da ist halt Öl, da ist Schlamm, das ist, ne. Und es wird, glaube ich, auch generell davon abgeraten, diese Weine hier zu trinken oder beziehungsweise ich habe mal gesehen, dass halt, dass man, also ich werde mir gleich auch die Hände waschen. Gucken wir mal, ob wir den, der sieht noch übler mitgenommen aus. So, und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, eine von diesen beiden Flaschen zu ersteigern.
müsst ihr mir dann sagen, welche Flasche ihr haben wollt. Hier ist das hintere Etikett auch gar nicht mehr da. Das ist sehr süßer Wein, das ist Auslese, beziehungsweise Auslese mild und 7,5% Alkohol drin und so weiter. Ich lasse mal hier eben mal schweben. So. Die ganze Aktion soll jetzt so sein. Damit wir das Ganze auch so ein bisschen regeln. Ich möchte das Ganze hier über das Video halt machen. Ich möchte, dass ihr ein Angebot oder ein Gebot hier in den Kommentaren halt setzt. Das ist natürlich nichts Rechtsverbindendes oder sowas. Ne? Aber ich möchte das nicht über YouTube laufen lassen oder über eBay oder sowas. Ne? Da sind viel zu viele Zwischenstellen dazwischen. Wir machen das so. Ich starte mit der Aktion und ich sage, 50 Euro ist das Startgebot. Ne? Die werde ich auf jeden Fall spenden fürs Ahrtal. Wir waren schon da, haben da schon Geld gelassen, aber hier nochmal 50 Euro von mir. Und das ist das Mindestgebot, ja, schreibe ich auch in die Kommentare. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte da mitmachen, dann geht ihr in die Kommentare und sagt, okay, ich biete 51 Euro. Dann kommt der Nächste, sagt, okay, ich biete 60 Euro. Der Nächste, okay, ich biete 70 Euro. So, damit kauft ihr jetzt aber noch nicht irgendwie die Flasche, sondern ihr macht das folgendermaßen. Ich verlinke euch das. Es gibt auf der Seite ahrtal.de gibt es halt mehrere Spendmöglichkeiten. Das haben die richtig gut gemacht. Man kann sich einen Zielbetrieb aussuchen, den man spenden möchte. Da sind dann halt die verschiedenen Spendenkonten. Man kann die Region, die verschiedenen Städte oder man kann halt einfach für die Winzergemeinde, da sind teilweise manche Sachen total zerstört, aber wie gesagt, ich gebe euch jetzt gleich noch ein Video dazu und ein paar Bilder von uns und dann nehmt ihr euch bitte eine Spendenadresse raus, ihr könnt auch eure selber suchen, ist mir egal und wenn ihr diesen Wein quasi ersteigert habt, wir machen das hier bis zum 24. Dezember, ja, bis mittags, sag ich mal, dann schaue ich mir das an, dann gucke ich mir das an, wer, also bis Weihnachten, tatsächlich kleine Weihnachtsaktion und ihr schaut dann oder ihr gebt dann hier in den Kommentaren das Höchstgebot an, dann werde ich das mir anschauen, werde dann denjenigen dann in dem Video, dass du mich dann halt anschreibst, sag ich, der und der hat dann gewonnen, dann suchst du dir die Spendenadresse aus, spendest dann den Betrag, sagen wir mal, die Flasche würde für 81 Euro weggehen, dann spendest du da bitte 81 Euro und kannst auch mehr machen und schickst mir dann die Spendenbestätigung als Screenshot oder so zu und dann kriegst du von mir diesen Wein hier zugeschickt. Das ist so meine Aktion. Dann, ich mache das fertig und dann kriegst du halt den oder den anderen, je nachdem welchen du haben möchtest, kriegst du dann von mir zugeschickt. Das ist halt was sehr Spezielles, man kann es halt nur vor Ort kaufen und ich hoffe, dass wir da so ein bisschen die Leute unterstützen können. Wer jetzt gar nicht bei der Aktion mitmachen will, ihr spendet bitte einfach so. Bucht euer nächsten Unterricht, sage ich schon, Urlaub bitte da, fahrt dahin. Guckt es euch eventuell auch mal einfach so an. Man hat da sehr viel bei ZDF, ARD und sowas gesehen. Das hat schon, ne? Schaut euch mal Dokus an, das ist schon ziemlich irre. Man hat das einfach nur mitbekommen, okay, da ist die A halt irgendwie hochgeflossen. Aber wir haben uns halt ein paar Dokus auch vor Ort angeschaut und das ist, da fängt man echt an zu schlucken. Weil die Leute waren im Endeffekt auf Hochwasser immer irgendwie eingestellt, so ein bisschen. Und das geht halt über so eine Grenze hinaus, das ist schon ziemlich heftig. Ne? Mehrere Todesfälle und so weiter. Deswegen schaut euch das bitte an. Und macht hier bitte gut mit. Startet genau ab jetzt mit dem Video. Und dann hoffe ich, dass ihr da gut mitmacht. So, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich werde es dann nochmal dann schriftlich dann reinstellen unten in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass hier genügend Kohle zusammenkommt, damit wir die schön unterstützen. Macht's gut, ihr Leute. Ciao. Katastrophe.
Oh, da ist ein Stuhl. Da ist ziemlich viel Zeug hier. Ja, genau, wenn man sich da oben das anschaut und hier oben hängt Zeug. Also da, wo wir jetzt stehen, war eigentlich alles unter Wasser. Es war komplett alles bis da so. Und noch eine Tupperschale.